Leute, ich kann es nicht oft genug sagen, aber ihr müsst anfangen zu programmieren. Und jetzt keine Ausreden. Jeder von euch muss lernen, wie man programmiert. Und ihr macht jetzt hier mit. Also, wann solltet ihr am besten anfangen, programmieren zu lernen? Jetzt. Jetzt und nicht später. Ihr sollt jetzt anfangen, programmieren zu lernen. Wenn ihr noch nie was programmiert habt, dann ist jetzt der Zeitpunkt, um das zu tun. Weil ihr sitzt vor eurem Bildschirm und schaut euch ein Roblox-Video an. Macht was aus eurem Leben. Warum solltet ihr lernen, programmieren zu lernen? Erstens, Programmieren ist einfach. Viele Leute sagen immer, oh, ich will das nicht, ich kann das gar nicht. Mi. Programmieren ist ultra einfach und du kannst es auch. Programmieren bringt dich voran. Wenn du nicht programmieren kannst, dann merkst du es vielleicht nicht. Aber wenn du programmieren kannst, dann findest du überall im Leben Anwendungsfälle, wo es dir was bringt, wenn du die Grundlagen beherrschst. Und in dieser Videoserie werde ich euch die Grundlagen zeigen. Nächstes Argument, du kannst damit Geld verdienen, beziehungsweise in Roblox kannst du damit Robux verdienen. Und du möchtest Robux, oder? Also ich möchte Robux, du möchtest Robux, perfekt. Und das Beste am Programmieren, Programmieren ist eine richtig schöne Art und Weise, um sich kreativ auszutoben. Du hast eine Idee, aber weißt nicht, wie du sie umsetzen kannst. Wenn du weißt, wie man programmiert, dann weißt du auch, wie man deine Idee umsetzt. Glaub mir. Und als letztes Argument, was machst du sonst mit deinem Leben? Wenn du einen Job hast, wenn du voll in der Karriere bist und alles glatt läuft, klar. Wenn du gerade in der Schule sitzt und dir denkst, boah, ich mache jetzt mein Abitur 1er und dann mache ich Medizin und werde niemals programmieren, meinetwegen. Aber die meisten von euch werden wahrscheinlich zu Hause sitzen, keinen Plan haben, was sie in der Zukunft machen, schauen sich Roblox-Videos an zur Unterhaltung und das ist auch vollkommen in Ordnung so. Aber wäre es nicht was Tolles, wenn ihr aus eurem Leben richtig was macht, wenn ihr so eine Fähigkeit lernt, die euch so viel weiterbringt? Das geht über Roblox hinaus. Das geht weit über Roblox hinaus. Aber wir werden jetzt programmieren lernen anhand von Roblox. Weil genau dafür ist Roblox auch da. Also stelle ich euch jetzt eine Frage und schreibt mir bitte in die Kommentare, worauf schaut ihr dieses Video? Schreibt mir jetzt in die Kommentare, worauf schaut ihr dieses Video? Schaut ihr das Video auf eurem Smartphone? Schaut ihr es auf einem Tablet, auf einem Laptop, auf einer Spielekonsole? Schaut ihr es auf eurem PC oder über ein Smart TV? Vielleicht auch auf eurem Smart Toaster? Wisst ihr, was all diese Sachen alle gemeinsam haben? All diese Sachen sind Computer. Überall in eurem Leben sind Computer. Computer haben die Welt erobert und sie werden auch nicht aufhören, die Welt zu erobern. Sie werden damit weitermachen. Und wenn ihr lernt, Computer zu beherrschen, dann lernt ihr die Welt zu beherrschen. Vielleicht nicht die ganze Welt beherrschen, aber ihr seid auf jeden Fall sehr viel besser gewappnet für das, was in der Zukunft noch auf uns zukommt. Denn Computer sind überall. Und jetzt kommt mir nicht mit, Mimi, Conny, ich will gar nicht wissen, wie Computer funktionieren. Doch, du willst wissen, wie Computer funktionieren. Du traust dich einfach nur nicht. Du denkst, das ist viel zu schwer, aber nein. Das ist nicht viel zu schwer. Computer sind natürlich sehr komplexe Maschinen. Aber was ihr lernen sollt, ist nicht, wie ein Computer vom Aufbau bis zum Ende alles funktioniert. Ihr sollt einfach nur die Basics lernen und darauf dann aufbauen. Man muss irgendwo anfangen und sich Schritt für Schritt voranarbeiten. Und wenn ihr die Grundlagen in irgendeinem Bereich schon beherrscht, dann könnt ihr viel mehr als die meisten. Also wo kann man denn anfangen? Ich schlage den Leuten immer vor, wenn ihr irgendwas mit Programmieren lernen wollt, dann fangt erstmal an, eine Webseite zu bauen. Das macht ihr mit HTML, CSS und vielleicht sogar schon ein bisschen JavaScript. Um eure erste Webseite zu bauen, sodass ihr das halbwegs versteht, braucht ihr 1 bis 2 Wochen. 1 bis 2 Wochen, dann habt ihr das super drauf, weil es ist nicht schwer. HTML ist super einfach, CSS ist mega einfach, JavaScript ist auch sehr einfach und das sind perfekte Punkte, um anzufangen. Wenn ihr wisst, wie man HTML, CSS und JavaScript schreibt, wenn ihr nur die Grundlagen halbwegs versteht, nur so ein bisschen versteht, dann steht euch die Welt offen. Dann könnt ihr anfangen, C++ zu lernen, Java, Python, Lua und was nicht alles für Programmierung. Sprachen und Skriptsprachen und bla bla bla, dann steht euch wirklich die Welt offen. Dann habt ihr das nötige Grundverständnis, um eigentlich alle möglichen Programmiersprachen zu lernen. Und mit irgendeiner Programmiersprache muss man anfangen und ich schlage euch jetzt vor, dass wir mit Lua anfangen. Und auch wenn ihr HTML und CSS nicht könnt, dann werdet ihr vielleicht am Anfang ein bisschen mehr Verständnisprobleme hier haben, aber glaubt mir, ihr könnt das. Weil hier lernen wir jetzt die absoluten Basics. Wir fangen erstmal an mit der Frage, was ist ein Computer? Computer kommt aus dem Englischen vom to compute, bedeutet berechnen. Das bedeutet, ein Computer ist einfach nur ein Rechner. Also rechnet ein Computer? Ja. Ein Computer rechnet. Computer machen nichts anderes als rechnen. Wenn wir hier jetzt in Roblox drin sind, herumlaufen, springen, dieses Licht, das auf uns einstrahlt, das ist alles Mathematik. Der Computer berechnet das alles. Es ist nicht so, dass da irgendwelche Magie abgeht. Das ist einfach nur Mathe. Der rechnet einfach nur mit irgendwelchen Zahlen, die ihm gegeben wurden. Und das ist inzwischen schon so komplex aufgebaut, dass so ein Spiel hier entstehen kann. Und was ist Programmieren? Ihr müsst zuallererst verstehen, alles, was in einem Computer passiert, sind Zahlen. Der Sound, den ihr von diesem Video hört, sind Zahlen. Dieses Video an sich, die Bilder, die ihr seht, wie sich das alles bewegt.
Zahlen. Und der Computer macht nichts anderes als Mathe mit diesen Zahlen. Also ist Programmieren Mathe, oder? Darauf können wir am Ende der Serie nochmal zurückblicken. Ihr braucht jetzt keine Angst haben, dass wir hier unglaublich viel Mathe machen und das so schwer ist und ihr so schlecht in Mathe seid. Computer machen zwar nichts anderes als Mathe, aber was Programmieren wirklich ist, das sehen wir, wie gesagt, am Ende. Wir schauen jetzt erstmal weiter. Um genau zu sein, Programmieren ist das Schreiben von Anleitungen für den Computer, wie er Zahlen zu speichern, zu lesen oder zu ändern hat. Und das ist einfach. Stellt euch vor, der Computer ist einfach irgend so ein Typ. Zum Beispiel, seht ihr meinen Roblox-Charakter hier? Stellt euch vor, das bin nicht ich, das ist irgendein fremder Typ. Ihr geht zu dem Typen hin und sagt ihm einfach, yo, ich habe hier ein paar Zahlen. Ich möchte, dass du die Zahlen dir irgendwo aufschreibst. Und irgendwann, sagen wir in 10 Minuten, möchte ich, dass du eine der Zahlen nimmst und die durchstreichst und zu einer anderen Zahl änderst. Und der Typ sagt sich dann so, ja, mache ich. Das ist Programmieren. Ihr sagt einfach irgendwem, dass er irgendwas mit irgendwelchen Zahlen machen soll. Und das ist ziemlich einfach. Glaubt mir. Was lernen wir in diesen Videos? Als allererstes werden wir drei wichtige Konzepte lernen. Das erste Konzept sind Variablen. Das zweite sind Bedingungen. Und das dritte sind Funktionen. Wir fangen in diesem Video mit Variablen an. Mit Variablen alleine könnt ihr noch nicht viel machen. Und mit Variablen und Bedingungen könnt ihr schon einiges machen, aber auch noch nicht so viel. Aber mit Variablen, Bedingungen und Funktionen, wenn ihr die drei Sachen könnt, dann könnt ihr eigentlich alles. Es gibt natürlich noch so viel mehr, was ihr lernen könnt. Aber die drei Sachen, diese drei Konzepte reichen, um alles Mögliche zu programmieren. Alles, was ihr euch vorstellen könnt, könnt ihr mit diesen drei Konzepten programmieren. Also fangen wir jetzt an, und zwar mit Punkt 1, Variablen. Und um mit Variablen anzufangen, gehen wir jetzt erstmal in einen Code-Editor rein. Wir lernen in dieser Serie Roblox Lua. Also wir lernen wahrscheinlich eher nur Lua, weil ich noch nicht so genau auf das Roblox-spezifische Lua eingehen möchte. Aber wir werden trotzdem in Luau schreiben. Das hier ist die Webseite von Luau. Die hat Roblox aufgesetzt. Luau ist eine Abwandlung von Lua, die Roblox gemacht hat. Was das alles bedeutet, müsst ihr eigentlich gar nicht verstehen. Hier stehen ganz viel Zeug und so. Alles ganz schön. Wenn wir hier oben auf Demo klicken, dann kommen wir auf eine Seite, die heißt Demo. Und hier könnt ihr eigentlich Luau schreiben. Hier steht auch schon der Klassiker schlechthin drin. Und zwar Print in Klammern, in Anführungsstrichen, Hello World. Wenn ich jetzt hier auf Run drücke, dann erscheint hier unten in dem Output Hello World. Print ist eine Funktion, die einfach alles, was ihr hier reinpackt, in den Output reinschreibt. Wie das genau funktioniert, brauche ich nicht interessieren. Darauf kommen wir irgendwann mal zu sprechen. Aber jetzt müsst ihr einfach nur wissen, Print funktioniert. Und hier könnt ihr eigentlich Lua schreiben, wie ihr wollt. So, ich habe hier jetzt Local Zahl ist gleich 1, Print Zahl geschrieben und am Ende printet er 1. Wie das Ganze funktioniert, darauf kommen wir gleich zu sprechen. Ihr könnt auf die Seite luau-slang.org gehen und hier in der Demo schreiben. Ich habe aber noch eine andere Webseite rausgesucht und die ist in der Videobeschreibung verlinkt. Die heißt Lua Online Compiler und die Seite macht genau das gleiche, nur dass der Texteditor ein bisschen einfacher ist, weil wenn ich hier Print schreibe und Klammer aufmache, dann macht er automatisch die Klammer auch zu. Dieser Editor hilft euch beim Tippen. Das ist einfach einfacher geht. Wenn ich hier das jetzt schreibe, können wir hier oben auf Execute drücken und dann wird das auch ausgeführt. Und jetzt steht hier Hello World und Demo. Wir können auch auf dieses Symbol hier klicken, dann wird das so angezeigt. Es ist vollkommen egal. Diese Webseite funktioniert auch auf dem Handy und auf dem Tablet. Ihr könnt das gerne auf eurem Handy und auf eurem Tablet machen, wenn ihr keinen Laptop habt. Wenn ihr einen Laptop habt, empfehle ich eher, einen Editor zu verwenden wie Visual Studio Code. Hier ist Visual Studio Code. Wie man das installiert, erkläre ich jetzt nicht. Das ist einfach der Editor, den ich jetzt in der Serie erstmal verwenden werde. Ihr könnt alles, was ich hier mache, auch auf dieser Webseite machen. Ihr könnt es auch auf der offiziellen Luau-Seite machen. Es funktioniert überall alles gleich. Und wenn ihr wissen wollt, wie ihr in Visual Studio Code alles so aufsetzt, dass ihr auch Lua hier schreiben könnt, dann schaut euch meinen Short von der letzten Woche an. Da habe ich erklärt, wie man das alles installiert. Ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. Stellt es am besten auf halbe Geschwindigkeit, weil in dem Short spreche ich ziemlich schnell. Wenn ihr das alles macht, dann habt ihr auf jeden Fall dieselbe Umgebung, die ich hier habe. Test.lua und wie ist Code. Man könnte hier dann eine neue Datei hinzufügen. Die nennen wir jetzt einfach Variablen.lua. Lua. Ich mache das hier zu. Und hier können wir jetzt auch unser Lua schreiben. Print Hello World führen wir aus und hier unten steht jetzt auch Hello World. Ich drücke jetzt eine Taste und das Terminal schließt sich wieder. So, jetzt ist alles aufgesetzt und wir können anfangen zu lernen mit Punkt 1. Was sind Variablen? Zuerst müsst ihr wissen, Variablen speichern Zahlen. Alles im Computer sind Zahlen und Variablen sind genau das, Zahlen. Als zweites müssen wir immer im Kopf haben, Variablen müssen deklariert werden, bevor wir sie nutzen können. Das bedeutet, wir müssen dem Computer sagen, ich möchte, dass du dir eine Zahl merkst. Bevor wir mit der Zahl arbeiten können, sagen wir dem Computer immer, dass er sie sich merken soll. Drittens, Variablen
Variablen können sich ändern, nachdem wir sie deklariert haben. Was bedeutet, man kann dem Computer sagen, merk dir diese Zahl und kann dann später zum Computer zurückgehen und sagen, erinnerst du dich an diese Zahl, die du dir merken solltest? Ich will, dass du diese Zahl zu was anderem änderst. Das sind Variablen. Das werden wir heute lernen. Soweit, so einfach. Wenn ihr hierzu irgendwelche Fragen habt, dann kommt gerne auf unseren Discord-Server. Da ist ein Roblox Studio Fragen-Channel. Da könnt ihr eure Fragen reinschreiben. Und wenn ich Zeit habe, beantworte ich sie. Vielleicht werden sie auch von anderen Leuten beantwortet. Wir werden jetzt als allererstes mal eine Variable deklarieren. In Lua deklariert man eine Variable, indem man local schreibt. Dann macht man einen Abstand. Entweder man schreibt die Leertaste oder man macht einen Tab-Stop. Man kann sogar einen Zeilenumbruch schreiben. Und dann schreibt man den Namen der Variable. Diesen Namen können wir komplett frei wählen. Wir können diesen Namen jetzt zum Beispiel Zahl nennen. Dann schreiben wir ein ist gleich und dann, was die Variable sein soll. Zum Beispiel 100. So liest sich das blöd, deswegen so einen Zeilenumbruch macht man eigentlich nicht. Man kann es machen in Lua, man braucht es aber nicht machen. Ich mache jetzt hier einfach ein Leerzeichen. Hier müssen keine Leerzeichen zwischen sein, aber ich mache sie trotzdem hin, weil es schöner aussieht. Und wir haben unsere erste Variable deklariert. Wir haben jetzt zum Computer gesagt, yo, merkt ihr eine Variable? Die Variable heißt Zahl und der Wert der Variable ist 100. Und einfach nur für das Grundverständnis vom Schreiben von Code, ihr könnt hier, wo dieser Abstand ist. Hier muss auf jeden Fall irgendein Abstand sein. Wie gesagt, entweder ein Leerzeichen, ein Tabstopp oder ein Zeilenumbruch. Aber ihr könnt auch mehrere machen. Wir können hier mehrere Leerzeichen machen. Wir können mehrere Tabstopps machen. Und wir können auch mehrere Zeilenumbrüche mit Tabstopps und Leerzeichen machen. Und es funktioniert trotzdem. Der Computer liest einfach nur local. Oh, jetzt ist hier irgendein Zeug, das mich nicht interessiert. Also skippe ich das alles, bis ich hierhin komme. Aha, okay, es soll also Zahl heißen. Merke ich mir gut. Und diese Zahl ist gleich. Hier kann man übrigens auch wieder diesen machen. Könnt ihr machen, wenn ihr wollt. Und hier könnt ihr auch diesen machen. So, würde auch funktionieren. Diese Zahl interessiert mich nicht, ist gleich. Interessiert mich nicht, 100. Das funktioniert, aber niemand programmiert so, weil wir schreiben Scripts nicht, damit die Leute sie nicht lesen können. Wir schreiben Scripts, damit man sie lesen kann als Mensch. Wir Menschen wollen verstehen können, was da steht. Deswegen versuchen wir es hübsch und einfach zu schreiben und schreiben einfach localZahl ist gleich 100. Wir haben eine Variable jetzt deklariert. Jetzt können wir die Variable ändern. Wir können jetzt zum Beispiel sagen, Zahl ist gleich 10. Wir schreiben einfach Zahl rein und der Computer weiß, Augenblick, Zahl ist doch diese eine Variable, die ich mir merken sollte, oder? Ach ja, die Zahl war 100, stimmt. Jetzt soll ich was mit der Zahl machen? Die Zahl ist jetzt 10. Okay, dann überschreibe ich das. Jetzt ist die Zahl einfach 10. Ganz einfach. Wir kennen ja noch Print Hello World. Wir können einfach das hier alles wegnehmen, schreiben Print, Klammer auf, Klammer zu und dazwischen schreiben wir jetzt Zahl. Was der Computer macht ist, ich soll printen. Wie print funktioniert, wie gesagt, kommen wir später zurück. Ihr wisst einfach, es ist eine Funktion, da steht er auch. Und was die Funktion macht, sie schreibt die Sachen in den Output, wenn wir ausführen. Wenn wir jetzt sagen print Zahl, was macht der Computer? Der Computer liest die Scripts immer von oben nach unten. Er liest, local Zahl ist gleich 100, okay, ich merke mir Zahl, interessiert mich nicht. Zahl ist jetzt 10, okay, merke ich mir, Zahl ist jetzt 10, interessiert mich nicht, interessiert mich nicht. Ah, ich soll jetzt mit dieser Zahl print machen. Okay, dann machen wir das mal. Wenn ich das jetzt drücke, kommt hier unten in der Konsole das Ergebnis 10 raus. Wenn ich jetzt aber diesen Print nehme und zum Beispiel hier hinschreibe Print, ich sage Zahl ist gleich 100, Print Zahl und dann Zahl ist gleich 10, dann seht ihr hier 100 ist jetzt rausgekommen. Warum steht hier 100? Weil er den Script immer von links nach rechts und von oben nach unten liest. Das heißt, es wird in der Reihenfolge alles abgearbeitet, in der ihr es schreibt. Ihr schreibt, merkt ihr die Zahl, 100, Name Zahl, schreibe Zahl in den Output und jetzt ändert Zahl zu 10. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel Print Zahl hinschreiben, dann würde er sich erst die Zahl 100 merken, dann würde er die Zahl 100 schreiben, dann würde er die Zahl zu 10 ändern und dann würde er die Zahl 10 schreiben. Ich drücke jetzt Shift-Steuerung B bei mir und er hat jetzt erst 100 geschrieben, dann hat er 10 geschrieben und dann wurde das Programm beendet. Wunderbar. Und um euch zu beweisen, dass das auch bei euren anderen Editoren geht, kopiere ich jetzt hier erstmal alles, gehe dann zu diesem Lua-Online-Ding, paste hier alles rein, drücke auf Execute und das Ergebnis ist das gleiche. Erst 100 und dann schreibt er 10. Wenn ich zur Demo gehe und hier das hier reinpaste, dann auf Run drücke, dann schreibt er auch erst 100 und dann schreibt er 10. Es funktioniert überall gleich, ihr könnt das auf jedem Gerät machen. Wie gesagt, die Webseiten funktionieren auch auf dem Handy und wenn ihr einen Computer habt, dann macht es am besten in Visual Studio Code. Ihr könnt es auch direkt in Roblox Studio machen. Aber Roblox Studio werde ich euch am Anfang noch nicht zeigen. Wir lernen erstmal Programmieren grundsätzlich. So, und jetzt lernen wir noch weitere Sachen über Variablen. Variablen sind nicht nur Zahlen. Das hier ist jetzt eine Number. Hier seht ihr schon, weil ich so einen Code-Editor benutze, gibt er mir Informationen. Da steht localZahl, Doppelpunkt Number ist gleich 100. Das bedeutet, der Code-Editor hat jetzt gemerkt, aha, es handelt sich um eine Variable vom Typ Number. In Programmiersprachen wird aber unterschieden zwischen verschiedenen Variablentypen. Es gibt
gibt nicht nur Zahlen. Anderen Programmiersprachen nennt man das hier eine Integer, eine ganze Zahl. Es gibt aber auch noch Kommazahlen. Dafür schreibt man einen Punkt und dann die Kommastelle. 100,5 ist in anderen Programmiersprachen dann keine Integer mehr, sondern zum Beispiel ein Float Value. In Roblox ist das egal, da sagt er auch Number. Man unterscheidet zwar schon so ein bisschen zwischen Integer und Number in Lua, aber an sich kann uns das egal sein. Wir können jetzt auch Text schreiben. Und da schreiben wir jetzt zum Beispiel Local Name ist gleich in Anführungsstrichen Conny. Ihr könnt gerne euren Namen schreiben. Wenn ich hier jetzt rüber habe, dann sagt er auf einmal Name Doppelpunkt String. Was bedeutet String? String ist Englisch, bedeutet sowas wie Strick. Und das ist einfach nur eine Folge von Buchstaben. Das bedeutet, Text wird in den meisten Programmiersprachen String genannt. Immer wenn es um Text geht. Weil Text sind mehrere Buchstaben auf einmal. Das sagt man so, weil in vielen Programmiersprachen ist es so, dass es noch eigene Werte gibt für Buchstaben alleine. Da könnte man zum Beispiel sagen, Local Buchstabe ist gleich A. Hier sagt er aber auch wieder String. In Lua ist es ganz einfach. Wir brauchen uns gar nicht drum kümmern. Ist das jetzt nur ein Buchstabe oder ist das ein ganzes Wort? Ist das eine ganze Zahl oder ist es eine Kommazahl? In Lua ist Number gleich Number und String ist gleich String. Ist überall das Gleiche. Vor allem müssen wir in Lua auch immer nur Local schreiben. Und dann weiß er, okay, wir schreiben jetzt eine Variable. Wofür steht dieses Local? Das Local bedeutet lokal, also hier an diesem Ort. Das bedeutet, diese Variable existiert nur innerhalb dieses Scripts, Variablen.lua. Wenn ihr jetzt in einer größeren Entwicklungsumgebung seid, dann könntet ihr globalen festlegen. Das wären dann Variablen, die überall sind. Dann schreibt man einfach nur Zahl. Und hier steht dann Global Zahl ist gleich 100. Global Name ist gleich Conny. Und Global Buchstabe ist gleich A. Das könnt ihr machen. Davon ist aber abzuraten. Arbeitet lieber mit Local Variablen statt mit Global Variablen. Aber wenn ihr mit globalen Variablen arbeitet, bedeutet das, dass auf diese Variablen auch von woanders in derselben Umgebung zugegriffen werden kann. Wie das Ganze funktioniert, was das Ganze bedeutet, kann euch egal sein. Wir arbeiten aber mit Locals. Das ist gut so und das ist auch einfach. In anderen Programmiersprachen, zum Beispiel in C++, müsst ihr, wenn ihr eine Variable festlegt, auch festlegen, was für ein Typ diese Variable hat. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt hier so eine Zahl haben wollt, dann schreibt ihr int Zahl ist gleich 100. Und am Ende ein Semikolon, um zu zeigen, dass die Zeile vorbei ist. Was ihr in C++ nicht machen könnt, ist int Zahl ist gleich 105. Das wäre ein Fehler. Was du auch nicht machen könntest, int Zahl ist gleich Conny oder int Name ist gleich Conny. Da würde jedes Mal ein Fehler passieren, weil andere Programmiersprachen sind nicht so gütig wie Lua. Da müsst ihr viel mehr beachten. Ich möchte einfach nur, dass ihr wisst, es ist wichtig, im Hinterkopf zu haben, was für einen Variablen-Typ ihr vor euch habt. Lua macht ganz viele Sachen für euch automatisch. Da müsst ihr euch eigentlich, während ihr das schreibt, nicht so viel Gedanken machen. Aber behaltet es im Hinterkopf. Wenn ihr einen String haben wollt, dann müsst ihr auch schreiben, dass es sich um einen String handelt und nicht um eine Integer. In Lua schreibt ihr einfach nur Local. Und das war's. Wunderbar. Was gibt es noch für Variablentypen? Es gibt auch noch den Variablentypen Boolean oder Bool. Das ist einfach nur ein Wahrheitstyp, der sagt, entweder etwas ist wahr oder etwas ist falsch. Zum Beispiel können wir jetzt schreiben, A ist ein Buchstabe, ist gleich True. So legen wir jetzt fest, dass das ein Boolean-Wert ist. Wir haben wieder eine Variable festgelegt, haben die Variable A ist ein Buchstabe genannt und haben dann gesagt, das ist True. Das bedeutet, das ist wahr. Wenn ich hier rüber habe, steht hier wieder, Local A ist ein Buchstabe, Doppelpunkt Boolean ist gleich true. Boolean bedeutet, wie gesagt, dass das ein Wahrheitswert ist. Genauso könnte ich jetzt auch schreiben, ist gleich false. Dann würde das bedeuten, das ist falsch. Das ist später vor allem wichtig, wenn wir im zweiten Video dann Bedingungen behandeln. Bis dahin ist es erstmal nicht so wichtig zu wissen, was Booleans eigentlich sind. Behaltet einfach im Hinterkopf, es gibt Booleans, die können true und false sein. Es gibt auch noch andere Data Types, wie zum Beispiel Table in Lua. In anderen Programmiersprachen wird übrigens immer unterschieden zwischen Listen, zwischen Arrays, zwischen Classes, zwischen Modules vielleicht sogar, zwischen Tables. In Lua gibt es nur Tables. Genauso wie es in Lua nur Numbers gibt und es in Lua nur Strings gibt, gibt es in Lua auch nur Tables. Alles ist einheitlich. Ein Table sieht zum Beispiel so aus. Die muss man so schreiben. Das ist jetzt eine leere Tabelle und in die Tabelle können wir etwas reinschreiben, wie zum Beispiel 1. Und wir können mehrere Sachen reinschreiben, wie zum Beispiel 2,100,500. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage Print Tabelle, dann wird er diese Tabelle in den Output schreiben. Diese Tabellen sind dafür da, um mehrere Variablen gleichzeitig zu speichern. Das hier ist jetzt praktisch einfach nur ein Array von Zahlen. Wenn ich das ausführe, erscheint hier unten Table 0x00001c49113f8c.
C00. Denn das ist eine Hexadezimalzahl, weil Print nicht automatisch den kompletten Inhalt der Tabelle darstellen kann. Das heißt, wir können die schlecht in den Output reinschreiben. In Roblox geht das tatsächlich. Roblox hat dafür ein wunderschönes System, um auch den Inhalt von Tables darzustellen. In den meisten Texteditern geht das nicht so gut. Wenn wir eine Variable festlegen, dann sagen wir dem Computer, merk dir diese Zahl, speicher sie dir ab. Und wie sich der Computer die merkt, wie er sie sich speichert, wo er sie sich speichert, das braucht uns nicht interessieren. Das ist bei Höher-Level-Programmiersprachen relevant. Hier ist es nicht wichtig, hier läuft alles automatisch. Wir brauchen uns da gar keinen Kopf drüber machen, wie der Computer das macht. Wir wissen einfach nur, der Computer macht das und wir sind glücklich. Was wir aber machen können, ist zum Beispiel, wir können sagen Print-Tabelle und dann so eckige Klammern 1. Oder damit es leichter ist, wir sagen eckige Klammern 3. Das bedeutet, wir printen jetzt die dritte Stelle von dieser Tabelle und das ist 100. Shift-Steuerung B und er schreibt 100. Zerbrecht euch den Kopf aber noch nicht drüber. Wir werden später auf Tables zurückkommen, wenn ihr das besser verstehen könnt. Jetzt kümmern wir uns erstmal um die einfachen Sachen und zwar erstmal um Variablen und Variablen sind Zahlen, wie ich euch schon gesagt habe. Strings sind auch Zahlen, denn Strings bestehen aus mehreren Buchstaben und jeder Buchstabe hat eine eigene Zahl in einer Tabelle, die uns auch gar nicht interessieren braucht, aber im Computer werden halt wirklich nur Zahlen gespeichert. Wie die Computer das machen, ist uns egal, aber dieser String sind Zahlen und wir können auch mit diesen Zahlen rechnen. Jetzt kommen wir zum Rechnen. Wir werden jetzt erstmal nicht mit Strings rechnen, wir werden erstmal mit Zahlen rechnen. Wir wissen ja, wir können Variablen bearbeiten, indem wir zum Beispiel sagen, Variable, Zahl heißt sie ja, ist gleich 110. Jetzt haben wir auf einmal 110. Wir können jetzt sagen, print Zahl, er printet 110. Wunderbar. Wir können aber auch Mathe machen. Wir können jetzt zum Beispiel sagen, wir wollen diese Zahl hier, es heißt nicht Zahl, sondern sie heißt Geld. Dann ändere ich das hier auch noch zu Geld und hier auch zu Geld. Der Spieler hat 100 Geld und wir sagen jetzt, Geld ist gleich 100 plus 10. So, wir printen das raus und wir haben 110. Plus funktioniert genauso, wie es auch im echten Leben funktioniert. 100 plus 10 ist 110. Variablen sind aber nicht nur dafür da, um beschrieben zu werden, sondern auch um gelesen zu werden. Wenn wir hier sagen print Geld, dann wird ja gelesen, was bedeutet Geld? Und Geld bedeutet 110 an dieser Stelle. Dementsprechend können wir hier auch sagen, Geld ist gleich Geld plus 10. Dann sagt er nämlich, Geld ist gleich 100, okay. Und jetzt sollen wir Geld ändern. Und zwar, wir ändern Geld zu das, was Geld vorher war, und zwar 100 plus 10. Das bedeutet 110. Wenn ich hier rüber hover, seht ihr auch, Local Geld ist gleich 100. Hier sagt das mir nicht mehr, weil hier könnte theoretisch noch was dazwischen passiert sein, aber darauf kommen wir irgendwann später zurück. Erstmal ganz einfach anfangen. Ich drücke jetzt Shift-Steuerung B und hier unten steht 110 in der Konsole. Wir haben den Spieler 10 Geld dazu gegeben und das funktioniert auch, wenn der Spieler zum Beispiel 150 Geld hat und wir ihm 10 Geld dazu geben, dann ist auf einmal 160 in der Konsole. Wunderbar. Genauso wie Plus funktioniert, funktioniert natürlich auch Minus und es funktioniert auch Mal und für Mal müsst ihr so ein Sternchen machen und für geteilt macht ihr so einen Schrägstrich. Es funktionieren auch andere Operatoren wie zum Beispiel hoch 10 to the power of könnt ihr damit rechnen. Ihr könnt auch den Modulus bzw. den Rest von einer Division ausrechnen. Könnt ihr alles machen, müsst ihr aber nicht. Das sind halt mathematische Operatoren. Merkt euch aber erstmal, es gibt Plus, es gibt Minus, es gibt Mal und es gibt geteilt und es gibt noch andere Sachen, die uns erstmal egal sind. Wir können jetzt zum Beispiel ein Programm schreiben, in dem sich ein Spieler ein Schwert kauft. Dafür sagen wir, Local Geld ist gleich 150, Local Preis ist gleich 50, Local gekauft ist gleich false. So, jetzt haben wir gesagt, der Spieler hat 150 Geld, das Schwert kostet 50 Geld und er hat das Schwert nicht gekauft. Jetzt können wir hier den Code schreiben, in dem sich ein Spieler das Schwert kauft. Was passiert, wenn sich ein Spieler jetzt das Schwert kauft? Richtig, erstmal wird sein Geld minimiert. Das bedeutet, Geld ist gleich Geld minus Preis. Das heißt, der Computer geht jetzt hier hin und sagt sich, okay, ich soll Geld überschreiben mit Geld. Ist ja 150 minus Preis ist 50. Das heißt, das Ergebnis wäre jetzt 100. Und jetzt sagen wir noch, gekauft ist gleich true. Damit wir wissen, dass der Spieler jetzt das Ding gekauft hat. Wir printen jetzt erstmal Geld und in der Konsole steht dann 100. Der Spieler hat nur noch 100 Geld übrig, weil er sich das Ding gekauft hat. In diese Print-Funktion können wir auch mehrere Sachen reinschreiben. Die können wir trennen durch ein Komma. Wir schreiben jetzt Geld, Komma, gekauft. Und nachdem wir diese Funktion ausführen, steht hier jetzt 100 Geld und gekauft ist true. So wie wir es auch programmiert haben. Wir können jetzt auch dieses Print-Statement auch einmal hier hinschreiben. Dann checken wir erstmal, okay, wie viel Geld hat der Spieler? Hat das gekauft? Danach kauft er es und dann printen wir nochmal. So, und jetzt steht hier, der Spieler hat 150 Geld und hat es nicht gekauft. Und später, nachdem er es gekauft hat, hat er nur noch 100 Geld und hat es gekauft. Ich hoffe, ihr habt es jetzt verstanden. Die letzte Sache, die wir heute noch lernen, sind, wie man mit Strings arbeitet. Wir wissen jetzt, wie man mit Zahlen rechnet. Wir wissen jetzt plus, minus, mal geteilt. Aber dasselbe geht auch mit Strings. Wir können jetzt zum Beispiel sagen, Local Name ist gleich Conny und Local Satz ist gleich lernt heute Variable. Wie machen wir jetzt aus
diesen zwei Sachen einen Satz. Wenn wir jetzt sagen, print Name, Komma, Satz, dann steht in der Konsole natürlich, dann steht in der Konsole unten, Conny lernt heute Variablen. Das funktioniert, so steht es jetzt in der Konsole. Hier ist so ein kleiner, größerer Gap, der ist größer als eine Leertaste. Wenn wir das nicht wollen, können wir auch diese zwei Strings miteinander verbinden. Und man verbindet Strings, indem man Punkt, Punkt schreibt. Wir können das hier in print zum Beispiel machen, indem ich sage, Conny, Punkt, Punkt, Satz. Und dann werden wir jetzt gleich einen Fehler bemerken. Ich lasse es jetzt wieder rausgehen und jetzt steht hier, Conny lernt heute Variablen. Hier ist kein Leerzeichen. Warum? Er hat diese zwei Strings genau aneinander rangesetzt. Und naja, hier ist kein Leerzeichen drin. Ich müsste also hier ein Leerzeichen reinmachen oder hier ein Leerzeichen reinmachen. Ich mache einfach hier ein Leerzeichen rein, gib's aus und jetzt steht hier, Conny lernt heute Variablen. Genauso kann ich natürlich auch den Satz bearbeiten. Ich kann zum Beispiel sagen, Satz ist gleich Name, Punkt, Punkt, Satz. Und dann einfach print Satz. Und das hat dann dasselbe Ergebnis. Conny lernt heute Variablen. Übrigens, dieses Punkt, Punkt, das macht man ja, um Strings miteinander zu verbinden, um Wörter oder Sätze miteinander zu verbinden. Ihr könnt vor und hinter den Punkt, Punkt ganz viele Leerzeichen auch wieder machen. Ihr könnt Enters machen. Ihr könnt Indents machen. Das ist kein Problem. Es funktioniert genauso trotzdem. Ich will es euch einfach nur erwähnen, dass ihr euch da nicht so viele Gedanken drüber macht, ob hier jetzt ein Leerzeichen hin muss oder nicht. Die einzigen Stellen, wo Leerzeichen hin müssen, sind hier an diese Stelle zwischen Local und dem Namen der Variable. Weil wenn ich das hier zusammenschreibe, dann fragt er, was ist Local Name? Der denkt jetzt, das ist eine globale namens Local Name. Hier muss ein Leerzeichen zwischen oder mehrere Leerzeichen, also da muss irgendwas dazwischen. Aber an allen anderen Stellen könntet ihr die Leerzeichen alle weglassen. Ihr könntet aber auch so viele hinmachen, wie ihr wollt. Und es würde trotzdem funktionieren. Genauso kann ich hier auch in Print ganz viele Leerzeichen reinmachen. Ich könnte auch hier noch ein paar Enters machen. Und es würde funktionieren. Conny lernt heute Variablen. Aber das macht man nicht, weil es nicht gut aussieht. Und wir wollen ja auch, dass sich das alles lesen lässt. Wo auch kein Leerzeichen zwischen darf, darf natürlich nicht zwischen die Variablen. Dann steht hier nämlich Satz. Versteht er nicht? Oder hier zwischen die zwei Punkte. Weil die zwei Punkte zusammen bedeuten, wir verbinden jetzt zwei Strings. Aber ein Punkt, ein Leerzeichen und noch ein Punkt bedeutet gar nichts. Einfach nur, damit ihr ein bisschen herumspielen könnt. Was passiert eigentlich, wenn wir Name plus Satz sagen? Probieren wir es mal aus. Und wir kriegen ein Error. Was sagt er jetzt? Attempt to perform arithmetic add on string. Wir dürfen keine mathematischen Aufgaben mit Strings machen. Na gut, das geht nicht. Schade. Aber ich habe euch ja gesagt, dass Lua sehr viele Fehler verzeiht. Das ist ein Fehler, den Lua nicht verzeiht. Ihr könnt nicht Conny plus lernt heute Variablen machen. Aber was ihr tatsächlich machen könnt, ist, wir machen jetzt eine neue Variable. Nennen sie wieder Zahl. Ist gleich in Anführungsstrichen 100. Dann schreiben wir local Nummer. Haben wir halt noch eine Variable. Ist gleich ohne Anführungsstriche 10. Und wir können jetzt hier reinschreiben print Zahl plus Nummer. Und hier unten steht jetzt 110. Lua hat für uns diesen String hier umgerechnet in die Zahl 100 und dann trotzdem damit gerechnet. Das funktioniert, aber ihr sollt euch nicht darauf verlassen. Lua, wenn es hundertprozentig logisch ist, was ihr damit meint, dann wird Lua auch das machen, was ihr damit meint. Aber wenn es Möglichkeiten gibt, dass es vielleicht anders interpretiert werden könnte, dann funktioniert es auch nicht. Deswegen lasst solche Spielereien sein. Wenn ihr Zahlen nutzen wollt, dann schreibt sie ohne Anführungsstriche. Und wenn ihr Text schreibt, müsst ihr sie mit Anführungsstrichen schreiben, weil ohne diese Anführungsstriche funktioniert das Ganze auch wieder nicht. Dann steht hier das und da unterstreicht er mir schon, macht ja gar keinen Sinn. Der denkt jetzt das an Variablen, die gar nicht existieren. Die findet er gar nicht. So, jetzt gibt es noch eine Sache, die ich euch zum Thema Strings sagen möchte. Und zwar, ihr seht, Strings haben wir ja immer in solchen Anführungsstrichen hier. Man kann aber anstatt dieser doppelten Anführungsstriche auch solche einfachen Anführungsstriche machen. Und das funktioniert genauso. Wenn ich jetzt hier wieder Print Satz sage, dann steht hier wieder Conny lernt heute Variablen. Ich schließe das Ganze und es funktioniert. Warum gibt es diese zwei Arten von Anführungsstrichen? Einerseits, weil manche lieber diese Anführungsstriche nehmen und manche nehmen lieber diese Anführungsstriche. Aber andererseits auch, weil manchmal möchtet ihr ja in einem Wort auch Anführungsstriche drin haben. Und dann macht ihr genau das. Wir könnten jetzt zum Beispiel sagen, local shop ist gleich Connys Shop. Und wenn ich jetzt den Shop einfach printe, dann steht hier Connys Shop. Das hat funktioniert, obwohl hier so ein Anführungsstrich ist. Wenn ich jetzt jedoch diesen String in solche einzelnen Anführungsstriche setze, dann funktioniert es nicht mehr. Dann steht hier Conny und dann steht dahinter Shop. Was soll das denn bedeuten? Und wenn wir das ausführen, dann sagt er, Fehler, expected assignment or function call. Also hat das auf jeden Fall nicht funktioniert. Deswegen gibt es unterschiedliche Anführungsstriche. Wenn ich zum Beispiel Conny in Anführungsstrichen schreiben möchte, dann mache ich das so. Jetzt packe ich Conny in Anführungsstriche und packe das in einzelne Anführungsstriche. Und jetzt haben wir einen vorwurfsvollen Satz, der sagt, in Anführungsstrichen Conny lernt heute Variable. Funktioniert. Es gibt übrigens noch so andere Kleinigkeiten, die ganz nützlich zu wissen sind, wie zum Beispiel, um einen Zeilenumbruch darzustellen. Ihr könnt ihr tatsächlich nicht machen. Und hat Spaß dabei. Da zeigt er ihm jetzt einen Fehler an, weil so ein String darf tatsächlich kein Zeilenumbruch
Zeilenumbruch drin haben. Um hier einen Zeilenumbruch reinzumachen, schreibt man so ein Backslash und dann ein N. Und dann wird das hier auch als Zeilenumbruch erkannt. Das printen wir jetzt und jetzt steht hier, Conny lernt heute Variablen, Zeilenumbruch und hat Spaß dabei. Übrigens, Umlaute verstehen Computer nicht, bis man ihnen sagt, dass sie die Umlaute verstehen sollen. Grundsätzlich arbeiten die erstmal mit dem Zeichensatz der Amerikaner und da ist kein SZ dabei. Um denen zu sagen, dass er SZ verstehen soll, muss man dem sagen, dass wir mit Zeichensatz UTF-8 arbeiten. Vergesst es aber. Wir leben jetzt erstmal damit, dass er erst Spaß nicht in die Konsole schreiben kann. Ihr könnt genauso wenig Umlaute hier in variablen Namen hier reinnehmen. Das geht auf gar keinen Fall. Da sagt er jetzt, was ist das? Das Zeichen kenne ich nicht. Das ist für den ein Sonderzeichen, das er nicht erkennt. Was ihr auch nicht machen könnt, ihr einen variablen Namen nicht mit einer Zahl anfangen. Eins Name geht nicht. Was ihr machen könnt, ist aber Name 1. Ihr könnt Zahlen im variablen Namen drin haben, wie ihr wollt. Aber das erste Zeichen muss ein Buchstabe sein. Ob es ein großer Buchstabe ist oder ein kleiner Buchstabe ist, ist egal. Es kann auch ein Unterstrich sein. Es darf kein Minus sein, aber Unterstriche dürfen rein. Es dürfen Buchstaben rein, es dürfen Großbuchstaben rein und es dürfen Zahlen rein. Aber die Zahlen dürfen, wie gesagt, nicht am Anfang stehen. Unterstriche können drin sein, wo ihr sie nur haben wollt. Und das hier würde dann immer noch funktionieren, wenn wir das jetzt alles kopieren, hier hinschreiben und dann den Satz printen, steht hier immer noch, Conny lernt heute Variablen und hat Spaß dabei. Weil wie ihr eine Variable nennt, ist auch vollkommen egal. Das ist euch überlassen. Wir sollten nur die Variable am besten so benennen, dass sie Sinn macht. Ich nenne sie jetzt Name, weil wir sind die Programmierer. Und wir verleihen unseren Code einen Sinn. Der Computer sieht nicht, dass ihr das hier Name genannt habt. Der Computer sieht nicht, dass ihr das hier Satz nennt. Der Computer sieht nicht, dass ihr das hier Shop nennt. Der Computer sieht einfach nur, okay, ihr wollt eine Variable speichern. Und das ist der Inhalt der Variable. Diesen Namen, den vergebt ihr nur für euch. Und deswegen solltet ihr die Variablen Namen auch so vergeben, dass ihr es am besten verstehen könnt. Weil wichtig beim Programmieren ist es immer dafür zu sorgen, dass wenn ihr in 3 Monaten nochmal über euren Code rüberguckt, dass ihr sofort wisst, was der Code macht. Und wenn andere Leute rübergucken, sollen sie auch wissen, was er macht. Deswegen schreibt euren Code schön und leserlich. Ich zum Beispiel arbeite immer gerne so mit sehr vielen Abständen. Mein privater Code sieht immer ein bisschen so wie das hier aus. Aber ihr müsst das nicht so machen. So mache ich das halt immer nur für mich persönlich. Ihr könnt euren ganz eigenen Style finden, wie ihr etwas schreibt. Eure Hausaufgabe, bis der nächste Teil rausgekommen ist. Lernt Variablentypen. Versucht irgendwas mit denen zu machen. Versucht ein bisschen mit Zahlen zu rechnen. Versucht ein bisschen Strings zusammenzupacken. Und ich möchte, dass ihr mir eine schöne Geschichte schreibt mit einem Lua-Programm. So eine Geschichte kann halt so aussehen, dass ihr hier Satz 1 habt, dann habt ihr Satz 2 und dann sagt ihr zum Beispiel Print Satz 1, Print Satz 2, Print Satz 3 und am Ende, wenn das Programm ausgeführt wird, soll da einfach ein lustiger Text stehen. Das könnt ihr in die Kommentare schreiben. Viel lieber hätte ich es aber, wenn ihr auf meinen Discord-Server kommt und dort dann in den Roblox Studio Fragen-Channel reinpastet. Ihr habt jetzt auf jeden Fall schon sehr viel gelernt. Das müsst ihr erstmal alles verdauen. Lasst es einsacken. Schaut euch das Video vielleicht nochmal ein zweites Mal an, um das in aller Ruhe erstmal aufzunehmen. Im nächsten Part geht es dann um Bedingungen. Bedingungen werden nochmal ein Game-Changer sein. Wenn wir dann die 3 Konzepte, Variablen, Bedingungen und Funktionen beherrschen, dann seid ihr Programmierer. Und das verspreche ich euch. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal für mehr Videos. Dann und ciao!